Hallo Leute, der Valrock wieder hier zurück mit Let's Play Final Fantasy 8. Das letzte Mal standen wir hier vor der Tür und es hieß ja, Ultimedia ist da drin. Sprich, wir sollten uns erstmal unsere Fähigkeiten wieder besorgen. Weil sonst wäre das ein ziemlich aussichtsloser Kampf, würde ich mal behaupten. Und ich würde vorschlagen, ich mache einen kleinen Schnitt, weil der Rückweg, der dauert noch ein bisschen. Bis gleich. So, das sieht schon wieder besser aus. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen näher dran. Hier haben wir dieses komische Leuchten. Was haben wir das sein mag? Da hinten konnten wir die Orgel spielen. Da müssen wir wohl aber erst rausfinden, was wir spielen müssen. Ja, Draupunkt gefunden, den keiner ziehen kann. Hier in diesen Punkten können wir zu den anderen dreien wechseln. Das ist nur die Sache, die sind zwar vom Level her ziemlich niedrig, aber einfach die Kopplungen austauschen, dann geht das schon. Weil die natürlich jetzt sehr wenig Lebenspunkte haben, das ist eventuell ein bisschen problematisch. Etwas sehr problematisch. Aber naja. Ja. Ne, hier war das mit der Tür. Ne, dann. Ich will anders lang. Das ist bestimmt noch irgendwo ein Weg. War nicht? Irgendwo eine Tür, die man hier schlecht sieht. Nein. Soll noch einen anderen Weg geben. Ah, hier die Treppe rauf zum Bei. Ui. Ui. Nein, das wage ich nicht. Ich wechsle doch wieder auf die Jungs zurück. So, okay, geht nicht. Das müssen doch die Jungs machen. Das dauert zwar ein bisschen mit dem Laufen, aber das traue ich den Mädels selber nicht. Das war jetzt irgendwie... Entschuldigung. Irgendwie... unklug. Oh, Squall macht einfach mehr Schaden, weil jetzt sind die drei nämlich auch fast tot im Verhältnis zu dem, was sie sonst haben. Der Weg wäre vor allem gar nicht mehr so weit gewesen. Na, was soll's. Versuchen wir es einfach und zur Not lade ich den Safe State nochmal neu. Hust, hust. So, hier lang. Anstatt dann natürlich gleich erstmal darauf laufen, nein, ich gehe natürlich erstmal durch die Tür und gehe einen ganz anderen Weg. Fürchtet meine Rache? Nee. Ja, er widersetzt sich uns. Er will uns unsere Power nicht zurückgeben. Au, hau, aha. Thundergar. Der hat mich nicht gleich weggeworfen. Ja, das geht doch. Blöd ist, den Limit Break dürfen wir auch nicht einsetzen. Das wäre sonst jetzt sehr nice mit den wenigen HPs. Mal schauen, wie viel HP der hat. Ich würde ihn ja ganz scannen, Leute, aber es geht nicht. Oh, komm. Ja gut, zu stark kann der ja nicht sein. Ne? Ich hätte natürlich... Ich bin noch ein Vollhorst. Das ganze Geblocke hält ja nur so lange an, wie wir...
uns im Schloss befinden. Wenn wir wieder einen Schritt vor das Schloss gehen, geht wieder alles. Na, war es das schon? Okay, nee, jetzt ist die Maske hier runter. Das jetzt trifft doch. Aber einmal. Bam. Naja. Das war wohl die Ausnahme. Ja, aber zu stark kann der wirklich nicht sein. Magic Summon. Der beschwört. Ach, der beschwört sich Monster. Interessant. Die wirken Zauber. Die wahrscheinlich auch nur. Wirkt immer mehr als er selbst. Das finde ich lustig. Die ignoriere ich jetzt einfach mal. Ups, doch nicht. Doom. Nee, das ist jetzt so ein Instant-Kill. Ja, doch. Ach nee, das ist Verderben. Daneben gehauen. Naja, das ist die Mühe jetzt weg. Stört nicht mehr. Bäh. Was ist das? So, komm, du gibst mir jetzt meine Magiefertigkeit wieder, oder? Wäre echt sozial. Und ansonsten gehe ich vor Schloss und richte mich erstmal wieder ein. So, das ist HP-mäßig. Werde ich nicht hoch. Na, der war ja keine große Nummer. Zusatzstone, Mega-Elixier. Ah, ich kann mir aussuchen, was ich wieder bekomme. Ich nehme Magie. Heilmagie. Weil da müssen wir uns gar nicht großartig hinausbewegen. Eine Isuna für Irvine und eine Ladung Kuraga für die drei. Kann ich nämlich auch hier drin bleiben. Vor allem, ich kann Aura. Schauen wir uns mal hier weiter um. Ich muss ja hier irgendwo weiter gehen. Hilfe. Das kam unerwartet. Okay, das Ding. Ach, ah, jetzt sind wir wieder unten da. Sind wir wieder bei der rostigen Klappe? Oh, die jetzt auf einmal aufgeht, weil das Ding scheinbar draufgefallen ist. Okay. Da haben wir wieder einen Boss. Ja, wir stellen uns dir wieder mal. Beziehungsweise jetzt dir. Ha, und den kann ich auch scannen. Sehr schön. Was ist denn das für einer? Was er nicht benutzt, mag er nicht. Benutzt Elementarattacken und was er nicht macht, mag er nicht. Mega Spark. Autsch. Gut, dass ich Magie gewählt habe. Hat er das jedes Mal nach jedem Angriff? Wo ist Kuraga? Wo ist denn da? Das könnte sonst ziemlich böse ausgehen. Hochheilen und dann Protect, vielleicht hilft ja was, und dann castet Xell auch noch Shell. Xell.
Oh ja, Protect hilft zwar vielleicht nicht gegen das eine, aber gegen sein Kratzen schadet nicht. Ah, wir können ihn mal scannen. Schauen wir mal. Tripoint. Eine lebende Waffe, die Ultimesia aus einem Drachen gemacht hat, feuert. Feuer oder Eis sind seine Schwachpunkte. Aber sie wechseln, wenn er angegriffen wird. Feuer oder Eis? Okay. Aufs Maul. Rums. Okay, nach jedem normalen Angriff macht er diesen Mega-Spark. Ja, es ist eng. Frage, ob er überhaupt so von selbst angreifen würde. Haben wir wiederbeleben? Nein. Dann muss Squall ihn wiederbeleben und dann kriegt er dann auch Aura. Und Irvine wird dann mit Full Life. Also? Er scannt mich? Schön. Lol. Finde ich lustig. Einmal Full Life, bitte. Das hat man auch noch nie, dass ein Gegner uns scannt. Bitte was? Nein, wir können Irvine nicht wiederbeleben. So ein. Aber nochmal einmal Courage, damit wir auch den nächsten größeren Angriff von ihm überleben. Und dann kriegt er einen Limit Break reingedrückt, nach dem einen nach dem anderen. Hm? Ich wurde geheilt und es wurde wieder rückgängig ge. So, die Limit Break ist ja verboten. Stimmt, ja. Die ist ja auch noch unterdrückt. Damit war der Zauber schön für den Popo. Gut, das heißt jetzt jedes Mal das Courage heilen, angreifen, heilen, angreifen. Ja, der hat schon wesentlich mehr drauf. Dann will ich ihm aber wenigstens einmal Meltdown in die Fresse jagen. Ah, aber ich würde schon sagen, auf Magie setzt er gar nicht den Megaspark ein, aber er tut's doch. Habe ich Shell dabei? Oh ja. Dann caste ich nämlich nochmal Shell aufs Wall. Vielleicht hilft das ja dagegen. Das ist zwar kein Zauber direkt, aber. Ich finde das lustig. Hat zwar keinerlei Sinn. Beziehungsweise ich weiß zwar nicht, was es einem Monster bringt. Kannst du das gerne. Will ich das mal ausprobieren? Bestimmt noch Firaga oder irgendwo was da. Ja, genau. Siehst ja, er ist gegen Feuer und Eis empfindlich. Und dass das mit jedem Angriff switcht. Oh, ist auch ganz ansehnlich. Oh, und jetzt müsste er ja auf Eis empfindlich sein. Na, schauen wir mal. Ja, exakt der gleiche Schaden. Und darauf. Oh, na, das hätte man mir doch eher sagen können. Wo ist Firaga? Da. Und er reagiert vor allem nicht mit seiner fiesen Attacke drauf. Schaden.
Onrush. Okay, das hatte ich nicht erwartet, dann würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, dann machen wir ihn fertig. Bis dahin. Ciao, ciao.